Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships. Ja, in der letzten Folge haben wir eine gute Runde und eine schlechte Runde hinter uns gehabt. Einmal eine gute Runde mit der Minecase. Da hat von mir auch so gut wie fast durch. Wir haben fast 30.000, uns fehlen noch, lass mich mal schauen, noch knappe, schlappe 4.000. Knappe 4.000, also ein bisschen mehr als 4.000. Mit der Mutsuki war es nicht so gut, da habe ich leider nicht aufgepasst, deswegen gab es auch nicht so viele Punkte. Aber heute geht es Richtung Agano, Richtung Kokase. Oder wie spricht man die aus? Vielleicht mal schauen. Kokase, oder ich vermute mal, dass man die so ausspricht. Kokase. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Nicht zu viel Gerede, sondern einfach mal schießen und mal schauen, ob ich was treffe. Und ich hoffe, dass ich was treffe. Ja. Ob nun mit Torpedos oder mit den Guns, es spielt erstmal für mich keine Rolle. So, was habe ich? Ihre 5er Matchup. Oha. Also das Spiel ist mir zu günstig gerade. Warum hätte es nicht mit der Uzuki so sein können? 4er 5er. Naja. Man hat mal Pech. Und manchmal hat man eben Glück. Was die Runden angeht. Mal hat das Team Glück. Mal hat man selbst Pech. Oder wie sagt man so gerne? Mal verliert man, mal gewinnen die Gegner. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gebracht hatte. Ich glaube schon. War vor einigen Folgen. Wenn ich mich recht erinnere. Wenn nicht, habe ich das jetzt gebracht. Ja, ist mir egal. Dieses Projekt wird ja auch wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Siehe ja alleine schon bei Team Grado. Also er spielt schon das Spiel seit Release. Seit der Beta spielt er dieses Spiel. Und ich muss ehrlich dazu sein. Mein größter Respekt an ihn. Erstmal die ganzen Parameter wieder einschalten. So, was haben wir denn hier? Die Wyoming könnte mich abschießen. Könnte. Könnte. Muss es so. Eine Glänze. Rein geht auf die Derflinger. Er hätte eher auf die Omaha gehen sollen. Warum auf die Omaha? Gerade mit den Raketen geht man mit den deutschen Flugzeugträgern, das sind AP-Raketen, eher in die Breitseite von den Kreuzern. Das ist erstmal egal, in welche Breitseite man da hinein. Hauptsache in den Kreuzer Breitseite. Nicht in den Schlachter Breitseite. So, wir machen erstmal Hydro an. Wir haben ja 4 Kilometer Hydro. Wenn unsere Derflinger jetzt die Kotowski rausnehmen würde, wäre ich stolz. Oh, ich habe ja sogar AP noch drin. Obwohl, AP kommt gar nicht mal so schlecht. Aber die Kotowski, die dreht ab. Wir haben hier eine Klemmen. Auch hier die Gansanordnung, genauso wie bei der Kubuki, bei der Agano. So, natürlich AP.
Moment. Und da machen wir auch mal eine Zitter. Aber wir kriegen auch mal eine Zitter ab. Um der Störer. Ah. Da unsere Hydrofleisch alle geht. Hätte doch AE lassen können. Verschwindet er? Und wir gehen auch zu. Komm, es ist ein Glänzen. Kowski bereitsteht. Bam! Das war eine Zitter, sehr schön. Das war keine Zitter. War wieder keine Zitter. Ah, schade. Da hatte ich eben falschen Moment, eben falsche Munitionsart genommen und ich hätte eher das auf der Linie halten sollen. Dann hätte ich ihn auch wahrscheinlich gekillt. Die Tiger oder Tiger. Schade. Da war ich doch ein bisschen zu aggressiv. Oder unsere Isokase. Moment. Ja. Wenn man Zerstörer falsch spielt, passiert eben das Ganze so. In der dritten Linie, in der dritten Reihe zu spielen, ganz hinten. Das sind so solche Leute, die ich überhaupt nicht verstehe. Ja? Die Isokase muss vor. Jetzt steht da die Derflinger. Wenn ich mal hinkomme. Alleine gegen die Glemsen. Die Glemsen tobt ihn gleich raus. Also wenn er gleich schießen kann. Er schießt und weg. Sehr schön, Derfling. Das war ein schöner Hit. Schön Gott die Tobs. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Isokase ist aber trotzdem dämlich. Die kriegt von mir spielt melden, also spielt schlecht. Und kommt erstmal auf meine Igno-Liste, weil so Spieler, naja, merke ich mir direkt vor, dass sie schlecht spielen. Und wenn ich die irgendwann mal im Gegnerteam habe, weiß ich, ah, die spielen schlecht. Warum, wieso, weshalb die in meiner Igno-Liste sind, erinnere ich mich dann so oder so nicht mal dran. Ich weiß nur, dass sie eben sehr schlecht gespielt haben. Oder wie meinem Chat zu mir oder zu Teammates, mit dem ich zusammengespielt habe, die müssen erstmal ja die große Klappe haben. So, ich würde aber sagen, wir gehen erstmal raus. Für uns mal schauen, ob das eine gute Runde wird mit der Agano oder auch nicht. Ich lasse mich mal überraschen und spielen. Kongo hatte ich zu oft gespielt schon. Ich würde sagen, wir probieren nochmal das mit der Mutsuki. Ja, gutes Matchup kommt mit der Mutsuki, aber eben, ja, wie soll ich sagen, da waren meine Augen wo komplett woanders. So, wieder Matchup 7-6 ist okay, ist okay. Diesmal stehen wir unterhalb von D. Ist interessant. Die große Frage ist nur, wie fahre ich? Eher doch außerhalb oder gehe ich Richtung Cap? Die Gefahr, dass ich im Cap drauf gehe, ist sehr gering. Wir haben nur eine York mit eventuell potenziellen 5,5 Kilometer Hydro.
Sonst. Alle Ares hat nur 4 Kilometer, Umaha hat nur 4 Kilometer, Emerald nur 4. Die anderen haben ja, obwohl T können doch gefährlich sein, auch 4. Okay. Also, doch, eventuell könnte ich in Cap fahren, macht aber wahrscheinlich schon die Icarus. Mir aus, kann die. Warum negativ? Warum? Wieso? Wer hat das gesagt? Egal. Von mir aus kann er die Captain fahren. Die Gefahr ist die Ranger. Der 6. Flugzeugträger der Amerikaner. Oh. Das ist interessant. Hätte ich jetzt der RPF, wüsste ich ganz genau, wo die gegnerischen DDs hinfahren. Ob einer hier außen lang fährt oder auch nicht. Da ist die Buchtung. Da ist natürlich. Aber ich muss sagen, solange die Yorktown jetzt Richtung Cap fährt, bin ich heilfroh. Bin ich dann heilfroh, denn ich kann die King George erstmal schön wegturben. Und jetzt so aus, wenn hier keine Zerstörer da sind. Gut, dann heißt es hoch zur King George 5. Die auseinandernehmen. Und sobald die weg ist, kann ich dann nämlich, ja, wie soll ich sagen, Richtung Ranger. Und die Ranger besiegen, die geht relativ vermutlich mal. Gut, er will eindrehen, das ist interessant. Das soll er es doch machen und dann gehen wir doch zum Kartenrand. Wir lassen erstmal einen Torwerfer hin. Wir gehen bei 5,4 Kilometer auf. Das ist okay. Deaktiviert. Mein Finger ist schon auf T drauf. Ganz, ganz, ganz knapp an mir dran, muss ich sagen. 300 Meter. 10.000 schon alleine dafür. Okay, ich muss mich einnebeln. Muss jetzt aufpassen. King George kann zum Glück keine Hypo haben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. King George hat mich entdeckt. Meine Torps sind aber soweit so gut wie ready. Waren die APs. Torpedos voraus. So, jetzt muss ich natürlich risikoreich spielen. 1, 2. Schade. Ich hätte doch drücken sollen. Ja, kritische Schlachten sind sehr gefährlich, wenn man sie nicht rausnimmt. Naja,
schlechte Runde wieder mal von mir. Aber das war eine sehr schlechte Runde. Das war eine sehr schnelle, schlechte Runde. Oh mein Gott. Direkt raus. Ich will es mir nicht mal anschauen. Wisst ihr was? Kongo war ja relativ so eine Sache. Letzte Runde mit der Kongo hatte ich knapp 20 Minuten gespielt. Komm. Kongo. Zeig dein wahres Gesicht und gib mir mal, bitte mal, ein gutes Matchmaking gegen Tier 4er und 5er. Sei mal bitte zu gnädig. Weil jedes Mal gegen, ja, wie soll ich sagen, gegen Sima, und schon wieder gegen Sima, wird irgendwann nervig, wieder diese Map übrigens. Wir hatten doch gerade eben diese Map. Wird es nicht irgendwann zu langweilig, diese Map zu spielen? Ja, anscheinend eher weniger. Was soll's, egal. Da muss ich dann doch diese Map spielen. So, helfe ich den New Mexico? Ich vermute ja. Vermute mal ja, ich helfe den New Mexico. Sie ist eben langsam. Und das, was ihr gerade eben am Anfang hört, es ist kein Horn von ein anderes Schiff. Es ist eben tatsächlich mein Kapitän. Es ist der King Kong. Wir werden weiter schauen können, aber die Inseln nerven. Wie einfach die Inseln mich nerven. Wenn auf Klärungsflieger komme ich natürlich drüber. So, die Westeras. Sie sollte mal langsam losfahren. Fährt auch langsam los. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Eine Takirk. Okay. Jetzt ist die große Frage. Hilft die Dunkirk die König oder hilft er die Nagato? Wo steht die Nagato? Das ist jetzt immer so die große Frage. Nagato ist dort oben, dreht auch schon wieder ab, will Richtung A fahren anscheinend. So hilft die Dunkirk die Könige. Interessant. Doch dort hinten doch gerade noch eine Furutake gesehen. Der DD ist AFK, ich könnte ihn beschießen theoretisch mit einem Aufklärungsflieger. Höchstwahrscheinlich. Bin mir sehr unsicher, aber ich glaube schon, dass ich draufschießen könnte und ihn auch erwische. So, ich habe mal mit die Minimap genutzt und habe den tatsächlich mal benutzt. Und wir treffen nur zwei Pants und zwei Abraller. Der Putaka. Nicht so prickelnd, nicht so prickelnd. Aber die Shiratsuyo ist fast weg. Sehr schön. Ich hoffe, dass die Torps natürlich nicht direkt zu mir kommen. Torpedos direkt voraus. Wir müssen aufhören. Hoffe ich ja. Hallo? Hört doch mal auf.
Ah, jetzt ist der TT aktiv geworden. Ein bisschen. So, die Nagato steht ja fast. Das ist ja sehr kurios. Da kommen meine Kugeln. Hat er wieder Gas gegeben? Ein Treffer nur. Ja, mit den Winkel kann man eben gucken, wie fährt eben er. So sieht man nur eben die Horizontale, also wie weit ist er denn ungefähr entfernt. Aber so sieht man, ah, okay, er fährt den Winkel. Ich warte noch ein bisschen, bis er entweder weiter eindreht oder abdreht. Bin offen. Wo ist die Furutaka jetzt? Ausgewichen, das ist sehr interessant. Er dreht jetzt ab. Geht jetzt in der Breitseite und er kassiert nur 5 Overpads. Wenn das RNG mal so freundlich ist, wenn ich Kreuzer spiele und Breitseite zeige. Das passiert selten, aber passiert auch manchmal. Und Bliskawitzka hat ihn auch fast erledigt. Den Zerstörer dort oben. Ich hoffe, ich habe nichts mehr zu machen. Nagato ist auch direkt umgedreht. Geht auch schon wieder ab laut Minimap. Wenn man auch drauf schaut, sieht man auch, wann er abdreht und wann auch nicht, wenn man ihn anvisiert mit X. Ihr seht auch der Minimap hier, zum Beispiel bin ich jetzt hier auf der Fugtacker, er fährt hoch jetzt. Er dreht jetzt nach links, man sieht's. Das ist eben das schöne System dabei. Das haben sie damals eben nicht drin gehabt, jetzt haben sie es drin. Damals musste man sich eben das modden ins Spiel hinein mit dem S-Lane Mod. Und jetzt hat man es eben schon. Noch, aber Full Life, also mir macht das rein gar nichts aus. Die König kommt aber auch jetzt Richtung B. Er wird wahrscheinlich schon auf mich geprobt haben, die Omono. Nicht getroffen. Oh Gott, das wird. Okay, diese Runde ist ja schlecht für mich. Au. Doppelbrand würde ich ganz gerne löschen wollen. Habe ich nochmal ein bisschen Damage auf der Dunkirk gemacht. Wird nochmal wehtun. Ja, 10.000. Das war heftig von der Dunkirk. Hat natürlich nur 2 Fronttürme mit Dunkirk.
Immerhin, immerhin. So, Z, was machst du? Wann sind deine Tops mal wieder ready? Ja, ich mach nur 1000, weil ein Overpen würde mir 1000 geben. 1020. Und das war jetzt ein Pen und hat mir 1020 gegeben. Was soll das? Wargaming, was soll das für eine Logik darstellen? War Witz der Witz, ja. Na, da habe ich nur meine Promptürme nochmal rausgekriegt. Treffen die wenigstens was? Na, nee. Das war eine grottenschlechte Runde und die gewinnen wir. Die gewinnen wir. Es ist wieder mal so typisch. Du machst kaum Schaden. Du gewinnst. Du machst extremst viel Schaden in der Runde. Du verlierst. Das ist immer so bei mir, bei Wargaming. Beziehungsweise bei World of Warships. Ganz selten, dass ich mal Max Damage mache und gewinne. Oder eben andersrum, dass ich sehr wenig Schaden mache und verliere. Das ist eben sehr selten immer andersrum. Ich mache wenig Schaden, ich gewinne. Mache ich viel Schaden, verliere ich. Ich weiß nicht warum. Naja. Vielleicht muss ich ein Ritual machen. Einmal hier so im Kreis drehen. Mein ganzes Schiff mir mal anschauen oder so, ja. So, einmal das ganze Schiff anschauen. Maya, Maya, Maya. Unser Sieg ist in Sicht. Maya ist ein Premium-Schiff. Und Mono AA ist crazy? Warum ist die... Aha, gut. Und Mono ist ein Tier 7er. Und die Furios ist ein 6er. Ja, natürlich ist sie crazy in dem Moment. Hat ja auch. Obwohl, er hat. Er könnte defensives Flugabwehr haben. Aber er kann auch Hydro-Boot dabei haben. U-Boot-Überwachung hat er ja auch. Wie man hier sieht. 6 Kilometer. Ortung von U-Booten. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 20 Sekunden. Es ist gar nichts gefühlt. Aber für das Team ist es etwas. So, wir haben 3 Caps. Aber Hobart hat die Weser weggenascht. Und mal schauen, wer nascht nun die Omono weg. Es wird nicht die New Mexico sein. Es wird die Visca Visca sein. Koordinierter Angriff. Hätte die Z39 mal noch einen Kill gemacht, hätten sie was anderes noch bekommen. Zusätzlich schon noch ein koordinierter Angriff. Naja, egal. 17.000 Schaden habe ich gemacht. Es hat sogar gerade so wahrscheinlich gereicht. Wir hätten tatsächlich nur 12,5 gebraucht oder so. 13,5. Auf jeden Fall hat es gereicht. 44.000 habe ich. Ich kann mir also die Fuso mir holen. Beim nächsten Mal. Also habe ich jetzt die Fuso fertig. Die Urutaka fertig. Die Agano. Mir leider immer noch was. Und zwar 16.000. Die Mutsuki. Fehlt mir auch noch was. Noch 18.000. Mein Case fast fertig. Und die Horschu auch fast fertig. Ich würde sagen, wir werden demnächst die 4 Schiffe noch fertig machen. Erst Horschu, dann mein Case, dann eventuell Agano. 16.000. Die 18.000. Ja. Mach erst die Horschu, Mindcase, Agano und dann die Mutsuki fertig. Und danach werde ich alle Schiffe auf Tier 6 mir holen. Und ja, mal schauen.
wie es danach wird auf Tier 6. Genauso wie Anlack haben, wie gerade mit Tier 5ern und jedes Mal gegen Tier 8er antreten müssen. Ist ja immer so. Spielt man wieder seine Schiffe hoch oder man möchte mal Premium-Schiff spielen in den Low-Tier-Bereichen. Also Tier 5, Tier 6, Tier 7. Muss man natürlich wieder mal gefühlt von 10 Runden, 8 von 10 Runden dann jeweils immer gegen High-Tier-Stufen antreten. Also man ist immer gefühlt Low-Tier. Man ist nie selbst High-Tier. Vielleicht 2 von 10 Runden ist man High-Tier. Wenn man sehr viel Glück hat, ist man halb-halb. Also 5 Runden High-Tier und 5 Runden Low-Tier. Aber das passiert so selten. Deswegen spielen auch die meisten Leute nur noch Tier 10 oder Tier 9, weil der Unterschied zwischen Tier 9 und Tier 10 ist minimal. Ist bei manchen Schiffen ist es sehr großer Unterschied noch, aber bei vielen Schiffen ist es ein minimaler Unterschied noch. Und ja. Aber Achter so gut wie gefühlt hat da niemand mehr. Außer eben die Leute, die eben die Schiffe hochspielen müssen. Und das ist, ich finde es, wie schon gesagt, etwas schade. Sehr, sehr, sehr schade eigentlich, dass Wargaming da nichts unternimmt. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das Matchmaking, mal 2-3 Minuten länger in der Warteschlange zu warten mit den Low-Tier, ist mir scheißegal. Aber dann will ich auch manchmal eben entweder gleichstufige Gegner haben oder eben 50 zu 50 und nicht permanent gegen High-Tier-Schiffe antreten zu müssen. Das ist schwachsinnig. Als Neuling hast du so solche Probleme immer und immer wieder und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Als langlebiger Spieler wie ich oder wie manche andere Spieler eben, die mit World of Warships angefangen haben, zu YouTuben, eben schon 2015 damit angefangen haben, wie Team Grado, wir haben es uns dran gewöhnt, gegen High-Tier-Schiffe zu kämpfen. Wir wissen eben auch, wie wir uns abdrehen müssen. Natürlich passieren auch uns Fehler, passieren wahrscheinlich auch den ganz, ganz guten Spielern so solche Fehler. Ja, passiert. Wir sind auch nur Menschen. Wir können nicht jede Runde immer ganz oben stehen. Manchmal steht man ganz unten. Das passiert. Wie ich es schon gesagt habe. Mal gewinnen die Gegner und mal verliert man. Oder ganz selten gewinnt man. Und ganz selten verlieren die Gegner. Das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Gut, ich denke mal, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die letzten 4 Schiffe auf Richtung Tier 6 zu bringen. Auf Richtung Tier 6 zu bringen. So rum. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.